Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Wir sind hier wieder in unserem fetten Multimillionen-Dollar-Anwesen, in unserer fetten Villa, meine Freunde. Und, Alter, hat Paul Berger hier schon wieder Unordnung gemacht? Hat er hier schon wieder draußen gespielt? Paul Berger, komm her, Junge, wo bist du? Paul Berger, kleiner Bruder, ey. Ah, was geht? Guck mal, ich kann eine Fackel im Auge. Das leuchtet sogar. Ey, Junge, hör auf hier Bengalos in meinen Garten zu werfen. Ja, beruhig dich mal. Du hast schon wieder Langeweile, weil Ferien sind, ne? Hattest du gerade eine Pumpgun in der Hand, kleiner Bruder? Nein! Du bist 8 Jahre alt, du darfst noch keine Pumpgun haben, Junge. Nein. Aha, okay, dann habe ich das. Ey! Beruhig dich jetzt. Ey, das ist, Leute, ich bin so froh, wenn die Ferien vorbei sind und Paul Berger wieder in die Schule geht. Alter, der Junge dreht hier nur komplett durch. Paul Berger, ich habe keinen Nerv dafür. Ja, komm, mach irgendwas, treff dich mit Freunden, mach irgendwas, aber lass mich bitte heute in Ruhe. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo dafür. Mehr GTA 5 RP, der Junge dreht hier schon wieder komplett durch. Ey, ich weiß. Guck mal hinter dir. Ja. Ey, hör auf, mich mit einem Feuerlöscher hier abzuspritzen, Alter. Oh, ey, ich muss jetzt hier los, Leute, wir gehen jetzt hier. Ich muss hier weg von zu Hause. Ich dreh noch Map, Map. Hä? Alter, Amir, was geht? Map. Hä, Amir? Was geht? Digga, was ist das denn für ein geiles Auto, Junge? Bro, sei mal ehrlich. Alter, das ist ja richtig krass. Guck mal rein, ich hab den Beifahrersitz rausgeholt. Boah, Alter. Ey, das ist sogar mit Lenkrad auf rechte Seite, ne? Das ist diese originalen, Bro, du weißt doch, Bro, ich bin doch so ein Fast and Furious-Fan, Digga. Bis zum geht nicht mehr. Alter, das ist aus Tokyo Drift, ne? Oh, Junge, Alter, ist Paul Walker damit nicht gefahren oder so? Keine Ahnung. Ja, Bro, ja, Mann. Alter, ja, Mann, Leute, rest in peace, Paul Walker, Ehrenmann. Alter, wie geil ist. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Fast and Furious-Fan bist, Junge. Bro, es kann doch jetzt der Film-Dingsbums da jetzt machen. Ja, Fast and Furious 9, ich weiß. Das Krankeste ist, Digga, weißt du das überhaupt, was heute. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Max? Ja, heute kommt Fast and Furious 9 raus, ja? Nein, Bro, was in Los Santos heute deswegen abgeht? Was geht in Los Santos ab? Bro, The Rock ist hier! Was? Dwayne The Rock Johnson? Dwayne The Rock Johnson! If you smell what The Rock is cooking! Alter, keine Ahnung, was du da gerade laberst, aber Dwayne The Rock Johnson ist gerade. Ja, Bro, wo kann man den treffen? Wo ist der? Ja, Bro, da beim Filmding, Filmecke da. Du weißt doch, wo ganz Kino ist. Beim Kino in Los Santos. Ja, Bro, da. Alter, ey. Was hast du, ob ich das Auto gekauft habe? Ich fahre doch jetzt damit so hin, Digga. Hoffentlich sieht das The Rock und Foto. Ey, kannst du mich nicht mitnehmen? Okay, der hat ja nur einen Sitz. Ja, ich hab keine Sitze da, Bro. Ja, scheiße, okay. Ich geh da selbst hin. Ich wollte ein bisschen flexen bei dir, Bro. Ne? Weil ich Alter, oh mein Gott. Ey, Bro, das ist ja so ein krasses Auto. Ja, okay, Armin, vielleicht sehen wir uns gleich bei dem Film-Festival da. Let's go, Kickdown! Oh mein Gott, Junge, wow. Wie schnell ist der Wagen? Ey, Leute, habt ihr es gehört? Dwayne The Rock Johnson gibt einfach eine Autogrammstunde in der Stadt beim Kino wegen Fast and Furious 9. Ich muss da hin, ich rufe noch kurz Paul Berger, ob der mitkommen will. Paul Berger! Kleiner Bruder, wo bist du? Paul Berger, komm her! Ey, kannst du mal aufhören, hier das ganze Haus auseinanderzunehmen? Ja, okay, ja, was ist? Ey, ich habe eine richtig kranke Neuigkeit. Hör auf, ey, tut mir leid! Du hast mir gerade nicht wirklich meine Cap. Du hast mir gerade nicht wirklich meine Cap. Tut mir leid. Ei, Komm jetzt her. Hör auf hier. Komm mal bitte her, Paul Berger. Komm mal, hör mal auf jetzt hier das Haus zu zerstören. Ich habe eine richtig krasse Neuigkeit für dich. Und zwar, in der Stadt ist Dwayne The Rock Johnson. Hast du Bock? Willst du mitkommen? Oh nee, den mag ich nicht. Hä, wie? Bist du kein Fast and Furious Fan? Ja, geht. Also ich guck lieber SpongeBob jetzt zu Hause. Tschüss. Alter, ey, also Leute, mein kleiner Bruder, also Paul, der Typ ist verloren. Paul Berger ist verloren. Wer mag denn kein Fast and Furious, Leute? Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ab in die Stadt. Und ey, ich hoffe, wir können Dwayne The Rock Johnson treffen. Das wäre so geil. Oh, Leute, wir werden natürlich mit unserem Lambo hinfahren, damit der auch direkt weiß, dass wir auch so krasse Autos fahren. Und dann, ey, vielleicht will er dann mit uns chillen, Dwayne The Rock Johnson. Das wäre übelst krass, Leute. Also, da würde ich sagen, Kickdown ab in die Stadt. Wir fahren zum Kino und ich hoffe, dass wir Dwayne The Rock Johnson treffen. Ey, Leute, wir sind jetzt hier gleich in der Stadt beim Kino angekommen. Ich bin richtig gehypt, Alter. Ich wollte schon immer mal The Rock sehen. Der Typ ist ja übelst breit gebaut. Oh, Alter, wie viel hier am Kino schon los ist. Oh nein, wir werden das sicher niemals hinkommen, um mit dem Bild zu machen. Alter, guckt euch das mal an, da ist riesiges Fantreffen da. So hier beiseite, Geringverdiener. Wir gucken mal hier. Der Rock. Boah, Alter, guck mal, wie viele weibliche Fans der auch hat. Wir parken den Lambo direkt mal hier. Oh, hier ist Polizei. Hey, wer ist das denn hier für ein Fettsack? Hallo. If you smell what The Rock is cooking, Ey, Abstand halten, junger Mann. Abstand halten, hab ich gesagt. Du bleibst hier schön stehen.
So, hey, Seniority, beruhig dich. Das ist ein Fan, ein Fan. Alter, ja, habt ihr das gesehen? Der wurde einfach umgekloppt, weil er bei dem in die Nähe gekommen ist. Was ist denn? Ja. Kann ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ja, zeig mal einen Zaubertrick. Okay, warum kann dieser Typ da fliegen, hä? Und jetzt The Rock, in meiner Hand ist nichts. Und plötzlich, wenn ich will, dann kommt ein Hamburger dahin. Willst du auch rein? Ne, soll ich dir mal einen Zaubertrick von mir zeigen? Ja. Pass auf. The Rock Punch! Boah, The Rock hat den Typ einfach umgehauen. Ah, Leute. Alter, Leute. Der wird von den Sicherheitsleuten weggebracht. Ey, The Rock, ja. Hallo, hier, The Rock. Was geht ab, na Schnäckchen, alles The gut. The Rock, so. Hallo, hey, hier. Warte mal, ich muss die Kinder hier können wissen. Können wir bitte ein Foto machen? Ich will ein Foto mit dir machen. Willst du ein Foto machen? Nee. Ja, warte, hier, guck hier. Herr Wiene. Oh nein, ich hab sogar meine Kamera dabei. Komm mal rüber, dann komm mal rüber mit deiner Kamera. Hier. Können wir ein Foto machen? Pass mal auf, wir machen nicht nur ein einfaches Foto. Ja. Dann bist du bereit, ich mach das mit dir, weil du der krasseste Fan von mir bist, ne? Ja. Mach ich mit dir eine Sache, Bro. Kein Problem, Bro. Kriegen wir easy hin, Bro. Ja, okay. Und der! Oh, Alter, ey! Ich bin der stärkste Mann hier! Alter, was soll die Scheiße? Ey, lass mich runter, Junge! Was ist das weg hier, mit dem Leute? Hier. Go away from here, please. Ey, Leute, The Rock ist ja so abgehoben, der boxt einfach nur alle. Lass dich hier nicht mehr blicken! Oh, ey, was soll die Scheiße? Aua, der hat mir meine Cap runtergeboxt. Ey, und dem seine Security sind ja auch richtig gemein. Ey, Leute, ich finde The Rock eigentlich so cool. Guck mal, wie der sich fühlt. Der steht da und fühlt sich voll. Post hier und so, nur weil er einen krassen Bizeps hat. Wo ist deine hässliche Käppchen? Ja, ich will ja gar kein Foto mehr mit dir machen. Scheiße auf deinen Film. Ich scheiße auf dich und ich scheiße auf Fast and Furious 9, Alter. Ja, kacke hier alles. Tschüss. Kacke hier. Oh, Security reicht jetzt hier mit den Opfer-Fans. Ey, warum hätte ich dich schon wieder umgeboxt? Was soll... Ey, komm. Ey, Leute, wisst ihr was? Das reicht mir jetzt hier mit den Typen. Komm her. Bam. Was los? Für dich reicht's noch. Für dich reicht's noch. Ey, der macht da Stress. Leute, drauf. Oh, nein. Du Rocker. Oh, mein. Habt ihr gesehen, wie ich über das ganze Auto... Aua. Alter, was soll die Scheiße? Ey, Leute, habt ihr gesehen, wie ich über das ganze Auto Jungs, komm mit, wir fahren, jetzt reicht. Oh mein Gott, der hat mir so einen Punch gegeben. Ich bin über das ganze Auto geflogen. Ey, der fährt weg. Der wird hier einfach von zwei Lamborghini Urus begleitet. Und er ist einfach in einem Rolls-Royce Cullinan. Alter, bei dem läuft richtig krass. Aber wisst ihr was? Ich werde dem einfach hinterherfahren. Ich werde jetzt The Rock einfach mal verfolgen. Weil, ey, das lasse ich nicht mit mir machen. Wir werden ihm jetzt einfach mal hinterherfahren. Ich werde in sein Haus einbrechen. Ich werde ihm einfach mal ein paar von seinen coolen Fast and Furious Autos klauen. Mal gucken, wie cool er dann immer noch ist, Leute. Ey, der fühlt sich doch hier nur, weil er einfach mit so einem Rolls-Royce Cullinan und so Urus rumfährt. Ey, Leute, ich werde ihn jetzt hier einfach unauffällig verfolgen, bis ich weiß, wo Train The Rock Johnson wohnt. Und dann werden wir mal zeigen, wie cool er noch ist, wenn wir dem mal seine Fast and Furious Autos wegnehmen. Alter. Oh, ich fahr vor hier, Jungs. Alles hier, ich fahr vor. Wir fahren zum Musikmenschen. Alter, die werden hier richtig. Der wird hier richtig krass beschützt von seinen Securities. Einfach zwei schwarze Lamborghini Urus fahren ihm die ganze Zeit hinterher. Hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Wir müssen einen Moment abwarten, wenn der Typ mehr alleine ist. Hey, Alter, das ist zu krass. Das ist zu krass. Okay, er biegt hier ab. Wir müssen ein bisschen auf Abstand bleiben. Ein bisschen ruhiger, Leute. Ein bisschen ruhiger. Okay, ich würde sagen, wir werden ihn jetzt mal weiter verfolgen, bis wir bei dem zu Hause sind. Ey, Leute, ich verfolge die jetzt hier schon richtig lange. Hä? Wo fahren die denn jetzt hin? Die fahren ja einfach von der Straße runter. Oh mein Gott, seht ihr die fette Villa da oben? Bestimmt ist das Haus von The Rock. Aber Leute, wir werden mal weiter hinterherfahren. Wir müssen rausfinden, ob er da oben wohnt. Ey, das sieht so krank aus, wie der hier eskortiert wird mit seinen beiden Wachen. Bringen die den einfach zu seiner fetten Villa hier oben auf dem Berg. Kein Wunder, der ist ja auch richtiger Star, Leute. Richtiger Promi. Damit hier einfach nicht so viele Zuschauer immer hinkommen. Alter. Leute, wisst ihr was? Ich park den Lambo mal kurz hier. Und wir gehen da mal so ein bisschen hin. Ich werde mal hier zu Fuß hinlaufen, damit das nicht auffällt. Vielleicht ein bisschen aus Entfernung mal mit einem Scharfschützengewehr hinschauen. So, oh mein Gott. Okay, hier ist eine Auffahrt. Hier geht's hoch. Wir sind hier einfach hochgefahren. Oh mein Gott. Okay, zwei Sicherheitsleute hier direkt am Anfang sehe ich schon mal. Und ich sehe noch keine Autos. Leute, wir müssen uns hier reinschleichen. Ich will wissen, wo dem seine ganzen krassen Autos sind. Was ist denn hier? Da oben muss ja irgendwas Krasses sein in dem Haus von Train The Rock Johnson. Jeffrey, hörst du das? Was war das, Jeffrey? Was ist hier los? Jungs, hört mir zu. Ich rede, The Rock, Dwayne Johnson, ja? So, passt auf. Fans werden bestimmt hier hinkommen. Sollten Fans in die Nähe kommen, ihr habt die Erlaubnis, sie alle abzuknallen. Mir egal. Ich will nicht gestört werden. Ich will jetzt trainieren gehen. Scheiße. Habt ihr das gehört? Der hat gesagt, egal wer hinkommt, die sollen abgeknallt werden. Ey, wir müssen richtig aufpassen.
Aber ich habe eine richtig gute Idee, meine Freunde. Und zwar, ich sehe doch schon, kann man hier hochklettern? Kann man hier? Nein, scheiße, man kommt hier nicht hoch. Das ist voll gut abgesichert, das Haus. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Oder wisst ihr was? Ich werde erstmal mit meinem Lambo hier ein bisschen einmal ums Haus rumfahren. Vielleicht gibt es hier irgendeine Schwachstelle, dass wir in das Haus einbrechen können. Weil ich will mich hier nicht mit den ganzen Wachen anlegen. Das sind bestimmt noch mehr Securities. So, komm, wir schnappen uns erstmal den Lambo und gucken mal, ob hier irgendeine Schwachstelle ist. Okay, natürlich versuchen wir trotzdem dabei auch noch ein bisschen unauffällig zu bleiben. So, okay, okay, okay. Oh, der hat mich doch safe gesehen. Der hat mich doch hier gerade safe gesehen beim Vorbeifahren. Oh, oh, oh. Hoffentlich denkt er nichts Komisches. Vielleicht denkt er auch, ich bin irgendein Promi-Freund von dem oder so, weil ich hier im Lambo unterwegs bin. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Ich werde einfach mal kurz testen. Man kommt hier überall nicht ins Haus rein. Das ist voll gut abgesichert. Wir müssen uns wirklich mit den Wachen anlegen. Ich werde mal kurz testen, wie die reagieren, wenn ich so hier einfach mal hinfahre. Ich werde mal so versuchen, ob ich so ein Freund von... Hey, zieh Leine oder wir schießen! Hey, beruhig dich. Ich bin noch ein... Du hast 3 Sekunden. Ich bin ein Kumpel von Train Rod Johnson. Warte. Der Lamborghini, ne? Ich bin Kumpel von dem... Ey, Jeffrey, du hast doch gehört, was der Boss gesagt hat, oder? Warte mal, ist das nicht der Lamborghini mit dir vorher, ne? Oh nein, der kennt mich von vorhin. Ey, ich muss los, Leute. Ich muss, hab mich gefreut. Ey, stehen bleiben. Oh, scheiße. Ey, der Typ, der hat mich erkannt. Das war auch der, mit dem ich mich geboxt hab. Ey, nein, okay. Leute, wisst ihr was? So kommen wir hier nicht rein. Wir müssen nochmal anders da versuchen reinzukommen. Und ich glaube, das funktioniert nur, indem wir die Wachen ausschalten. Leute, für meinen Plan brauche ich aber einen Helikopter. Ich werde jetzt mal Touren anrufen und ihn fragen, ob er mir seinen Helikopter ausleiht. So, Handy raus. Hallo, Thurn? Oh, hallo, Max. Ey, Thurn. Wie fährst du neu? Fast wie ich, will mitkommen. Ne, Bro, da war ich gerade schon. Train the Rock Johnson ist richtig abgehobener Typ, Alter. Der hat mich umgeboxt. Echt? Ja. Und die Kaputtnacke? Nein, alles, ich mach das schon. Alles gut. Ich hab herausgefunden, wo der wohnt. Ich will ihm seine Autos klauen. Aber, Thurn, ich brauch deinen Helikopter zur Hilfe. Kann ich mir den ausleihen für heute? Natürlich, mein Helikopter. Am Flughafenplatz ist der. Hol dir einen. Okay. Ich bin Flughafenplatz, also hab ich einen Helikopter. Super, danke, Thurn. Danke dir, ja, bis später, tschüss. Danke, tschüss. Ey Leute, Thurn grüßt der Ehrenmann, wir holen uns jetzt sein Heli. Oh Leute, ich schwör's euch, Thurn ist einfach bester Mann, der hier einfach an seinem Boxring auch noch. Ey, also Thurn gehört wirklich bald die halbe Stadt, hier sein Helikopterlandeplatz, Boxring hat er hier aufgebaut und wir dürfen einfach sein Heli nehmen. Und Leute, jetzt kommt einfach mein krasser Plan. Und zwar, heute werden wir etwas machen. Wir haben ja wirklich schon viele Leute ausgeraubt, aber heute werden wir es komplett professionell machen. Und zwar, ich werde mit meinem Fallschirm werde ich auf dem Haus von Train the Rock Johnson landen und in das Haus einbrechen, mir die Schlüssel für seine Autos nehmen und dann einfach seine Autos klauen. Ich hoffe, wir schaffen das, auf dem Haus zu landen. Ich bin schon lange kein Fallschirm mehr gesprungen, aber wir kriegen das schon hin, Leute. Let's go. Oh, shit, Leute, wir sind jetzt gleich über dem Haus von ihm. Und lass mal gucken, vielleicht können wir hier gut aus der Vogelperspektive hier im Heli, vielleicht können wir das... Oh, mein Gott. Leute, steht da unten etwa ein Galaxy Bugatti? Ist das etwa der Galaxy Bugatti? Alter, der hat da auf jeden Fall 5 Autos, sehe ich hier. Ohne die Urus mitgezählt von seinen Securities. Oh mein Gott, richtig krass. Okay, wir müssen jetzt versuchen, hier mit dem Fallschirm auf dem Haus zu landen. Wenn wir mit dem Heli da oben drauf landen, dann hören die das. Die kriegen das mit. Das heißt, wir müssen jetzt aus dem Heli rausspringen. Denkt ihr, wir kriegen das hin, Leute? Wie in guten alten GTA-Zeiten. 3, 2, 1 und let's go! Okay, let's go. Und Fallschirm auf. So, okay. Wir fliegen. Ich muss jetzt hier versuchen, auf dem Dach zu landen. Das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Ich fühle mich hier wie irgendwie so James Bond, so ein Agent oder so. Alter, wir werden hier so einbrechen in sein Haus. Das wird der noch bereuen, dass der so scheiße zu uns war. So, ganz ruhig. Wir fliegen über die Wachen hinweg. Niemand hört mich. Okay. Jetzt langsam. Okay, langsam müssen wir hier in Richtung von dem Hausdach landen. Und jetzt landen. Oh mein Gott. Leute, ich bin einfach der Beste. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Hausdach von... Da unten ist er. Train the Rock Johnson. Ich glaube, ich bin einfach der krasseste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe einfach die krassesten Muskeln. Bin zu cool für alle. Guck mal, wie der sich fühlt, Alter. Ey, wie der sich ein... Oh, und da läuft auch eine Wache gerade rum. Okay, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt hier mein Schweißgerät rausholen und dann werde ich hier einfach das Dach aufschweißen, dann werden wir hier einbrechen. Das ist der Plan, Leute. Und Leute, let's go! Wir schweißen hier das Dach auf. Wir kommen. Okay, come on. Und Leute, das Fenster ist auf. Oh mein Gott, Leute, wir sind drin. Vor uns ist eine Wache. Okay, wir müssen jetzt ganz leise ausschalten. Ganz leise. Wir dürfen nicht erwischt werden hier drin. So, leise. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ hin? Der ist doch gerade hier rumgelaufen, diese Wache. Ah, da steht der. Okay. Geh schlafen! Oh. So,
Sehr gut, Alter. Idiot. So, das war auch der, mit dem wir uns vorhin geprügelt haben. Okay, Leute, wir nehmen jetzt hier mal den Taser raus, weil ich will The Rock ja nichts antun. Er ist ja ein guter Schauspieler. Wir wollen ja noch mehr Filme von ihm sehen. Aber wenn ich ihn sehe, muss ich ihn umtasern. Und ich glaube, der hat so... Oh mein Gott, das war knapp, das war knapp. Ich glaube, Train Rock Johnson braucht sogar zwei Schüsse, weil der so viel Muskeln hat, bis wir da durchkommen. Oh nein, 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 nein. Bleib liegen, Junge. Bleib liegen. Oh, 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 da laufen Leute hoch. Ey, der hat so viele Wachen, der Typ. Holy moly, Macaroni. Okay, wir müssen uns hier im Haus aufhalten, ohne entdeckt zu werden, weil wenn hier der Alarm ausgelöst wird, Leute, bei so Promis, da kommen direkt 5-Sterne-Polizei. Jerome, wo bist du? The Rock, ich kann Jerome nicht mehr finden. Oh, oh. Er meldet sich nicht. Oh nein, The Rock, Hände hoch, The Rock. Hey. Heb deine Hände hoch. Heb deine Hände hoch. Ja, ist okay. Ich hab viele Muskeln, das dauert. Ja, du bist stark, aber deine Muskeln werden auch nicht meine Kugeln aufhalten. So, Junge. Eine falsche Bewegung. Warte mal, ich nehme mal hier den Elektroschocker lieber raus. Ich will ihm ja nichts antun. So, eine falsche Bewegung und ich werde dich hier... Ja, ist ja okay. Bleib liegen, Junge. Und wir haben ein Problem. So, du warst vorhin richtig scheiße zu mir. Ich bin eigentlich ein großer Fan von dir. Ich wollte ein Bild machen. Was ist dein Problem, Junge? Oh, hast keine Muskeln, so wie ich. Lass den Rock'n'Roll. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ah, ich lauf weg. Scheiße, 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 scheiße. Nein, er wird weglaufen. Security, Security. Nein, 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 nein. Oh, jetzt rechts, halt ihn auf, wenn er runterkommen will. Jetzt rechts, jetzt rechts, jetzt rechts, jetzt rechts. Angriff. Oh, 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 nein, Leute. Es kommen richtig viele. Hier, geh schlafen. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Wo ist der Rock'n'Roll? Wo ist der Rock'n'Roll? Scheiße, scheiße, nein, Supreme, er ist Supreme, du kriegst mich niemals, ich werde dich finden. Er ist abgehauen, er ist abgehauen. Oh nein, 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 die Scheiße, die ganzen Securities. Die ganzen Securities, oh mein Gott, jetzt drehen die alle durch. Ich glaube, er will abhauen, wir müssen ihm hinterherjagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es sind zu viele hier. Nein, ich hätte den Heli irgendwie mal lieber auf dem Dach landen sollen. Ey, Leute, nein, 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 wir müssen hier irgendwie rauskommen, ohne hier getroffen zu werden. Das sind echt viele, das sind richtig viele Wachen hier. Angriff auf den Eindringling, Attacke! Oh, 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 nein, ich höre die Funksprüche, ich höre die Funksprüche. Viele, viele sind hier. Hinter mir, hinter mir! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, wo sind die überall? Ey, Leute, wo ist dieser, wo ist Train the Rock? Ey, da unten ist er! Ich glaube, er will mit dem Galaxy Bugatti abhauen. Ich glaube, das ist sein wertvollstes Auto, das bedeutet ihn am meisten. Oh nein, hier schießt jemand. Eliminiert den Eindringling, lasst ihn nicht entkommen! Ach du Scheiße. Nein, 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 Leute. Ich werde mir hier den Vision GT von ihm schnappen. Nein, nicht den Bugatti, ich will den Vision GT. Steig doch hier ein, Junge. Wir müssen ihm schnell hinterher, wir müssen schnell hinterher. Und let's go. Train to Rock Johnson, wirst mir nicht entkommen. Wir werden ihm sein Galaxy Bugatti klauen. Da vorne fährt er, da vorne fährt er. Er versucht zu fliehen, hinterher, hinterher. Wir müssen ihm was wegnehmen, damit der weiß, wie es ist. Er ist zu abgehoben. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg, der ist ja krank. Hey, mein Vision! Nein, 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 nein. Nein, 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 ich muss da links, da links, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, 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 da ist er. Come on! Wir müssen ihm schnell hinterher. Oh, er ist schnell, er ist sehr, sehr schnell, er ist sehr schnell, er ist schnell. Oh nein, ey, seine Security ist vor mir hinterher. Security! Ich muss die loswerden, ich muss die Securities loswerden. Ich muss die Securities loswerden. Nein, 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 komm. C4 und tschüss! Boom! Ja, guck mal, Security, den glaube ich erlegt. Die haben den, glaube ich, erledigt. Er denkt, nein, hier bin ich! Nein, der ist immer hinter mir! So, Train the Rock Johnson. Ey, Leute, Leute, wir haben ihn gleich. Bleib stehen, The Rock! Ja, 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 ey! Oh mein Gott, dein Wagen gehört mir. Hä, was ist das? Was ist das hier für ein Heli? Hä? Ich sprich das alles für dich! Was ist das hier für ein Heli? Was ist das? Was machen die denn hier? Ey, nein, 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 Leute, das ist der riesige Magnet! Wir müssen weg! Warte, wir müssen weg! So nicht! Boom! Nein, nein, nein. So, er denkt einfach, er kann hier Real Life Fast and Furious machen. Er wird hier mit einem riesigen Magnet abgeholt. Aber das ist nicht Fast and Furious, das ist das echte Leben, Train the Rock Johnson. Und im echten Leben. Hallo, ganz nicht mal! Und im echten Leben heißt es niemals mit Touren und iCramex anlegen. So, warte mal, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Ich glaube, ich muss eine Haftbombe an den Wagen dran werfen. Polizei, ja, hier ist Dwayne The Rock Johnson. Ich werde verfolgt gerade von so einem Irren. Ja, ich bin gerade mal am Westway. Ey, was ist das hier für ein Heli hinter mir? Was ist das hier für ein Heli hinter mir? Alter, was ist das? Ja, 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 ja. Ey, nein, die wollen ihn schon wieder retten, die wollen ihn schon wieder retten. Ey, wie viele Leute hat der, die ihn retten wollen? Scheiße, scheiße. Nein, 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 ich schieße ihn ab, ich schieße ihn ab, ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Nein, 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 mein Galaxy Bugatti. Nein! Tschüss! Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich muss versuchen, ihn abzuschießen. Ich muss versuchen, ihn abzuschießen. Nein, Polizei ist hier bei mir. Geh weg von mir! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo fliegen die? Wo fliegen die? Wo fliegen die? Ich sehe ihn nicht. Nein! Wo ist er hin? Ey, nein, Leute. Die sind einfach entkommen.
Dwayne Rock Johnson, der wirklich entkommt, der lebt wirklich Fast and Furious in Real Life. Ey, wir müssen hier weg. Wenigstens haben wir diesen Vision GT von ihm geklaut. Ich habe immer noch 5 Sterne. Ich muss jetzt hier erstmal abhauen, Leute. Dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass wir Dwayne Rock Johnson vielleicht nochmal eine Lektion erteilen. Oh mein Gott, wie viele Pullenautos sind hier noch? Wir müssen erstmal wegkommen. Dann lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.